trapped in the point. Man, the first non, in a serane, that a pui pumenier riata. Do my teeth fat to the poem. We are consecutive. No love. Ich heiße Babsa Morissek. Ich komme aus dem Senegal. Senegal ist im Westen Afrikas. Und ich bin als ein Griot geboren. Griots sind die Kulturbotschafter Senegal oder Afrika. Und mein Motto ist als Kulturbotschafter, das Kultur Afrika weiterzugeben. Und ich bin sehr froh, diese Aufgabe zu haben. Und mir macht es viel Freude. Dankeschön. Kultur ist sehr wichtig. Und alles Griot ist unser Motto, die Menschen Freude zu geben. Über unsere Musik. Und Musik ist eine Leidenschaft. Und ich werde nie meine Wurzel vergessen. Die Wurzel Afrikas, die Musik macht uns immer Freude und gibt uns immer Energie, dass wir nie vergessen, woher wir herkommen. Das ist sehr wichtig für uns alle. Musik verbindet. Wir haben früher uns kommuniziert mit diesen Trommeln. Deswegen sag mal, die Trommeln sind die längste Kommunikationsmittel der Welt. Das habe ich wieder erlebt, als ich in Indien war. Mit diesen Trommeln habe ich wirklich Afrika und Senegal repräsentiert. Das war eine Riesenfreude für mich, als ich in Indien war. Und diese Video, was wir da gemacht haben, ist jetzt über 40 Millionen Menschen haben das gesehen und geliked. Und das ist eine Freude und das ist eine Bereicherung für mein Land Senegal und für den Kontinent Afrika. In Senegal, bei jedem Einlass ist die Musik dabei, ist die Kultur dabei, weil das uns Freude macht, weil das uns glücklich macht, Musik, Tanz, Gesänge,
einfach Frieden und es ist glücklich so zu sein. Und das kann man nur erreichen mit Kultur, mit Musik. Deswegen, vergiss nie deine Wurzel, egal wo du bist. Leb deine Wurzel und vergiss nicht, wo du herkommst. Ich wünsche mir einfach mehr Solidarität für unsere Welt, mehr Zusammenhalt. Egal zu welcher Zweck, ob das Kultur, ob das irgendwas anderes, dass die Menschen einfach sich gegenseitig helfen, einfach unterstützen, nach vorne, weil eine Hand wäscht die anderen. Und so kann das Leben einfach für jeden einfacher werden. Und ich sehe, dass Kultur eine große Rolle daran spielt, weil ich bin Griot und Griot in Wolof heißt Gerel. Gerel heißt ein Mensch, der die Menschen zusammen einen Kreis bilden kann. Und dieser Kreis handelt nur um Freude, handelt nur um Musik, handelt nur um gute Stimmung. Und eine gute Stimmung ist eine super Therapie für jeden Mensch. Und das macht die Menschen positiv. Und wenn du positiv bist, kannst du viel erreichen. Deswegen wünsche ich mir einfach einen Zusammenhalt für diesen Kontinent Afrikas. Vor allem mein Land, Senegal, ist mir wichtig. Und eine Sache ist mir sehr wichtig und bereitet mir sehr viel Freude, dass ich bei der Popakademie Mannheim als Professor tätig bin und die Musik Afrikas, dass man das studieren kann und dass man einfach die ganzen Percussion notieren kann. Man kann das alles Note lernen. Deswegen haben wir ein Buch gemacht und durch die Hilfe von Mike Herting. Ich bin einfach sehr dankbar über Mike Hilfe, dass wir wirklich bei der Popakademie einfach aufgenommen werden können. Und das ist das erste Mal, dass überhaupt ein Afrikaner da unterrichtet und alles Dozent arbeitet. Und das ist eine Bereicherung für Afrika und für mein Land, wie gesagt, Senegal. Dankeschön und weiter geht's. Ich komme zu dem Gala Pap Samori Sek 2018. Jetzt komme ich zu euch und die Feier beginnt. Die Party, die Reise fängt jetzt an.